Am Wort nun der fraktionslose Markus Franz, der den Antrag eingebracht hat. Wir haben auf dem einen Extrem Menschen, die Embryonen als Zählhaufen betrachten, die nichts bedeuten. Auf der anderen Seite haben wir Leute wie mich und sehr viele Kollegen und Kolleginnen hier im Hohen Haus, die den Embryo als Menschen sehen. Wenn man es von der biologischen Seite betrachtet, ist es relativ einfach, was denn ein Embryo ist. Der Embryo ist die Folge der Befruchtung. Zwei Keimzellen fügen sich zusammen und in dem Moment, wo eine Befruchtung stattgefunden hat, ist der biologische Mensch, die Information zum ganzen Menschen bereits enthalten. Das geht in der Diskussion leider immer wieder unter. Der gesamte Mensch steckt in der Zygote, das ist die befruchtete Eizelle im Uterus, bereits drinnen. Das sollte man sich immer vor Augen halten, wenn man über die Abtreibung diskutiert. Aus dieser Zelle wird irgendwann nämlich ein Baby und ein Mensch, so wie wir da sitzen. Und der Ronald Reagan hat ein denkwürdiges Zitat in seiner Präsidentschaft geprägt. Er hat gesagt, komischerweise sind alle Leute, die für die Abtreibung sind, schon geboren. Und ich glaube, auch darüber sollte man nachdenken, auch wenn das eine gewisse sarkastische Stellungnahme ist. Aber zum Ernst der Sache zurück. Eine Abtreibung heißt immer Vernichtung von menschlichem Leben. Abtreibung ist immer Vernichtung menschlichen Lebens. Dieser Tatsache müssen wir ins Auge sehen. Da gibt es keine Verharmlosungen, keine Kleinredereien, keine Schönredereien. Es wird menschliches Leben dabei vernichtet. Das heißt auch, dass die Abtreibung nie nur alleine ein medizinischer Eingriff ist, wie es oft gern dargestellt wird, speziell von Brüsseler Seite. Da gibt es den Tarabella-Report und den Estrella-Report, wo sich Abgeordnete im Brüsseler Parlament zusammengefunden haben, um die Abtreibung zu einem medizinischen Eingriff zu erklären, der europaweit allen Frauen gleichermaßen ohne Schwelle zugänglich gemacht werden soll. Das halte ich in Zeiten, wo man so viel von Menschlichkeit und Humanität spricht, für einen echten Zynismus seitens des Europäischen Parlaments. Und dagegen protestiere ich hier an dieser Stelle öffentlich und offiziell und immer wieder. Wenn wir uns anschauen, was gibt es für Studien, wurde kurz angesprochen von der Kollegin vorher, was sagen uns medizinische und psychologische Studien über die Abtreibung? Es hat in Wien einmal die Frau Professor Wimmer-Puchinger vor vielen Jahren schon eine Studie über Schwangerschaftskonflikte gemacht, die sehr umfangreich war. Und die hat sich angeschaut, was ist die erste Reaktion gewesen von Frauen, die zur Abtreibung gehen? Und man höre und staune, bei 13% dieser Frauen ist bei der Mitteilung der Schwangerschaft Freude die unmittelbare Reaktion gewesen und nur bei 10% eine unmittelbare Ablehnung. Das ist ein hochinteressantes Ergebnis. Nur 10% lehnen die Schwangerschaft a priori, wenn sie davon hören, ab. 50% dieser Frauen, über 50% haben natürlich Ängste verspürt und ca. 26% waren in dieser Studie ambivalent dieser Mitteilung der Schwangerschaft gegenüber. Das heißt zusammengerechnet, dass ca. 40% der Frauen entweder eine Mischkulanz an Gefühlen verspürt haben oder sich sogar gefreut haben auf das Kind. Und da stelle ich der Gesellschaft die Frage, was läuft hier schief, wenn eine Frau die Mitteilung hört, sie sind schwanger und sie freut sich oder hat gemischte Gefühle dabei und geht dann letztendlich doch zur Abtreibung, dann passiert irgendwas in dieser Zeit zwischen der Mitteilung der Schwangerschaft und der Abtreibung. Das macht man ja, da gebe ich den Vorrednerinnen absolut recht, man macht das ja nicht im Vorbeigehen einfach so, weil es halt gerade lustig ist. Das ist ja immer eine schwere Entscheidung, davon müssen wir ausgehen. Aber was läuft hier schief? Und ich glaube, man kann diesem Problem nur dann entgegnen, wenn man eine seriöse, souveräne, ordentliche, standardisierte und österreichweite Beratung hat. Und ich möchte hier Danke sagen den vielen Beratungsstellen, die machen eine gute Arbeit. Das ist überhaupt kein Zweifel daran. Wir haben aber wenig Vernetzung, wir haben wenig Standards, wie man überhaupt so eine Vorbereitung oder eine Beratung durchführen soll. Und wir haben auch wenig Maßnahmen oder wenig Empfehlungen in Gesetzesform, die den Frauen die Möglichkeit geben, nachzudenken in Form eines Sicherheitsgurtes. Und in Deutschland, die haben diesen Sicherheitsgurt von 3 Tagen Bedenkzeit. Das halte ich persönlich, so wie viele andere hier erinnern, für eine sehr sinnvolle und gute Frist, weil hier niemand unter Druck gesetzt wird, sondern weil eine Option eröffnet wird, dass man einmal in Ruhe nachdenken kann, was man eigentlich mit dem Kind im Bauch anstellen will, ob man es vielleicht nicht doch bekommen will. Ich glaube daher, dass wir in Österreich unbedingt eine obligatorische, bundesweit einheitliche und standardisierte Beratung brauchen, weil das würde uns helfen, dass wir mehr Kinder bekommen und das würde auch den Frauen helfen, die in ambivalenten Situationen sich vielleicht dann durchringen zu einem Schwangerschaftsabbruch und im Nachhinein drunter leiden. Dankeschön. So der fraktionslose Markus Franz.